Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Meine Welt, die Bahn, Hobbyfilme bei Bahn TV. In unserer heutigen Sendung haben wir gleich zwei Beiträge für Sie und beide sind von Rolf Rinkens. Der 50-jährige Hobbyfilmer ist Mitglied bei den Eurofilmern und im Bund Deutscher Filmautoren. Er lebt im rheinländischen Stolberg und ist mittlerweile seit fast 35 Jahren im Bahnkonzern beschäftigt, derzeit als Fahrdienstleiter im Netzbezirk Aachen. Im ersten Film begleitet Rolf Rinkens die Fennbahn auf einer nostalgischen Fahrt durch den deutsch-belgischen Naturpark auf der mittlerweile stillgelegten Strecke von Stolberg nach Monschau. Rinkens drehte diesen Film 1998. Erleben Sie die Faszination einer Fahrt im Panoramaschienenbus durch eine einzigartige Hochmoorlandschaft. Viel Spaß dabei. Stolberg Hauptbahnhof, ein Bahnhof der Hauptstrecke Aachen-Köln, der alle Generationen unserer Eisenbahnzeit gesehen hat. Er erlebt heutzutage nicht nur moderne Hochgeschwindigkeitszüge, sondern auch den zurzeit wohl einzigartigen Panoramaschienenbus im Eifel-Fenngebiet. Im Dreiländereck von Deutschland, Belgien und den Niederlanden liegt der Bahnhof Stolberg, dessen Gebäude im Jahre 1888 kurz vor Inbetriebnahme der Fennbahnstrecke fertiggestellt wurde und heute unter Denkmalschutz steht. Am 30. April 1994 startete der stahlblaue Uerdinger Schienenbus der Deutschen Fennbahn in seine erste Saison. Steigen Sie nun mit ein und begleiten Sie uns auf einer Fahrt von Stolberg nach Monschau durch eine zum Teil in Europa einzigartige Hochmoorlandschaft und erleben Sie die Faszination des Panoramaschienenbusses. Auf unserer Reise durch die Nordeifel besuchen wir die romantischen Ortschaften entlang der Strecke. Zeitzeugen zu Beginn des Fennbahnbetriebes begleiten uns immer wieder auf den einzelnen Stationen in Form von altem Bildmaterial. ...1974 und 1979 wurden die alten Bahnhofsgebäude von Stolberg-Mühle und Stolberg-Hammer abgerissen. Sie wurden bereits am 15. September 1881 mit dem Bau der Stolberger Talbahn in Betrieb genommen. Der Grundstein für eine Fennbahnstrecke war somit gelegt. Nach weiterer sechsjähriger Bauzeit eröffnete die lang ersehnte Fennbahn offiziell am 21. Dezember 1889 ihren Betrieb. Nach 7 Minuten Fahrzeit erreicht der Schienenbus die Stolberger Altstadt. Die Gleisanlagen dieses Bahnhofs, der noch heute in den Fahrplanunterlagen der Deutschen Bahn AG Stolberg-Hammer heißt, liegt am Fuß der Stolberger Burg. Nur einen Steinwurf von der Kaiserstadt Aachen entfernt, findet man ein einzigartiges urbanes Kleinod. Stolberg, die älteste Messingstadt der Welt, mit ihrer liebevoll restaurierten Altstadt und der aus dem 12. Jahrhundert stammenden Burg auf Hohem Felsen, ist ein erlebenswertes Ensemble, das sich zu entdecken lohnt. Verträumte Winkel und Gassen mit den idyllischen Kupferhöfen sowie die romantischen Fachwerk- und Bruchsteinhäuser als Zeugen von Fleiß und Industriegeschichte lassen hier jegliche Alltagshektik vergessen. Die in den 80er Jahren restaurierte Altstadt ist ein Vorzeigeobjekt für erfolgreiche Sanierungsarbeiten in Nordrhein-Westfalen. Ihre Rezepte der Messingherstellung hüteten die Kupfermeister in festungsartigen Kupferhöfen wie ein Geheimnis. Traditionelle Handwerkskunst kann man hier noch bei einem Spaziergang durch die Altstadt entdecken und miterleben. Stolberg ist unsere Lieblingsstadt. Wir wohnen hier gerne. Tschüss. Ja.
Auf der Weiterfahrt bergaufwärts in Richtung Breinig befährt die Fennbahn den Viadukt Rüst. Er ist einer der beiden im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigten Viadukte, welche von amerikanischen Pionieren durch eine Hilfsstahlbrücke wieder notdürftig befahrbar gemacht wurden. So romantisch die Dampfzüge damals auch gewesen sein mögen, so unwirtschaftlich waren sie angesichts zunehmender Motorisierung und abnehmender Fahrgastzahlen. Als Alternative bot sich bei den Nebenbahnen rund um Stolberg der Schienenbus an. Kleiner und flexibler einsetzbar als der Dampfzug, billiger in der Unterhaltung und im Betrieb. Ohne ihn wäre es um viele Nebenbahnen geschehen gewesen. Zu Recht nennt man den Schienenbus daher auch den Retter der Nebenbahnen. Für die Fennbahnstrecke kam die Entwicklung des Schienenbusses aber leider zu spät. Der Personenverkehr wurde auf dieser Strecke bereits in den 50er Jahren eingestellt. Geblieben ist jedoch der seit 1994 eingesetzte Touristik-Panorama-Schienenbus, der sein blaues Band durch den deutsch-belgischen Naturpark zieht. Es entspricht eben dieser Fennbahn-Faszination im Zockeltempo, die herrliche Landschaft mit ihren hübschen Eifelortschaften an sich vorbeiziehen zu lassen und in sich aufzunehmen. Der Fahrgast hat hier noch Zeit für genüssliche Rundumblicke. Zehneinhalb Kilometer vom Stolberger Bahnhof entfernt führt die Fennbahnstrecke über den Falkenbach-Viadukt. Dieses Bauwerk mit den 7 Pfeilern und 8 Rundbögen ist die imposanteste Talüberquerung entlang der Fennbahn und ihren Abzweigungen. Die Talbrücke führt über das Indebachtal bei der Schlausermühle. Am 12. September 1944 wurden 3 Bögen über der Verbindungsstraße von Fennwegen nach Kornelimünster stark beschädigt und kurz darauf durch amerikanische Truppen mittels einer eingefügten Stahlkonstruktion wieder befahrbar gemacht. Diese Notlösung erfordert auch heute noch die Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit auf 10 Kilometer pro Stunde, sehr zur Erbauung der Fahrgäste, die hier einen wunderschönen Blick in das Indetal genießen können. Bevor der Panoramazug den Bahnhof von Walheim erreicht, können die Fahrgäste einige technische Raffinessen und Sicherheitsvorkehrungen des Fennbahnpersonals zur Vorbereitung der Einfahrt hautnah miterleben. Hier kann man noch mit Begeisterung und ohne Alltagshast Eisenbahnromantik pur erleben. Eisenbahner der Fennbahn und Reisende haben gleichermaßen Spaß am Geschehen. Dafür sorgt allein schon der räumlich enge Kontakt zum Triebwagenführer. Nachdem der Schienenbus vor dem Halt zeigenden Einfahrtssignal zum Stehen gekommen ist, wird der Zugbegleiter in die Sicherheitskontrollen für die Einfahrt einbezogen. Im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Belgien begegnen wir dem Westwall aus dem Jahr 1943. Der ehemalige Haltepunkt Schmidhof, etwa 2,5 Kilometer vor der belgischen Grenze, entstand 30 Jahre nach Eröffnung der Fennbahnstrecke. Es war ein weiterer gut ausgebauter Haltepunkt mit Warteraum und Fahrkartenschalter. Mitte der 60er Jahre wurde das Gebäude abgerissen. Im weiteren Verlauf der Strecke passieren wir den Grenzübergang zu Belgien. Da die Fennbahn während der beiden Weltkriege oft zu militärischen Zwecken missbraucht wurde, bestanden die Siegermächte auf einer teilweisen Demontage. Als Folge des Versailler Vertrages wurde die Fennbahn gar auf einer Länge von 28,5 Kilometern an Belgien abgetreten, obwohl hierdurch deutsche Gemeinden durchtrennt wurden. Mit der Ankunft im Bahnhof Raren erreichen wir einen wichtigen Verknüpfungsbahnhof zwischen der deutschen und der belgischen Fennbahn.
Fahrgäste, deren Reiseziel weiter südlich als Monschau liegt, steigen hier in den belgischen Fernbahnzug um. Unsere Reise auf der historischen Bahnlinie verläuft weiter bergaufwärts durch den deutsch-belgischen Naturpark Nordeifel und kreuzt dreimal die Fahrbahn der Himmelsleiter im Gebiet Rötgen. Für den Antrieb und den kernigen Sound des Zuges sorgen die beiden 150 PS starken Dieselmotoren. Ursprünglich wurden die Fennbahn-Schienenbusse im Jahre 1964 in der Waggonfabrik Uerdingen für die österreichische Bundesbahn gebaut. Einer unserer Fahrgäste hat die Geburtsstunde des Fennbahn-Triebwagens miterlebt. Zur Geschichte des Zuges habe ich eine intensive innere Beziehung. Und zwar haben wir damals die Triebwagen mit den Anhängern in Österreich gekauft, dort zunächst besichtigt. Es war eine interessante Fahrt, nur leider, und das war schon ein kleiner Querschuss zu Beginn, war in der Nacht vorher ein starker Frost gewesen, sodass der Dieselmotor des Triebwagens zerstört war. Es hat natürlich einige Mark gekostet, das wieder in Ordnung zu bringen. Aber wir haben es geschafft, dass wir im April 1994 dann zum ersten Mal mit unserem Zug die Fennbahn in Richtung Monschau befahren konnten. Wir haben es nicht deshalb geschafft, weil die nötigen Finanzen da waren, um den Wagen mit all dem, was dazugehört, zu beschaffen, sondern weil sich zahlreiche Mitglieder des Fördervereins bereit gefunden hatten, in ehrenamtlicher Weise mitzuwirken. Und wenn ich hier vom Ehrenamt spreche, dann ist das nicht nur irgend so eine kleine Funktion gewesen, den die Leute übernommen haben, sondern es waren Lokführer, Zugbegleiter, alles, was also zu einem Bahnbetrieb gehört, mit dabei, die dann ehrenamtlich Sonntag für Sonntag ihren Dienst versehen haben. Und dieser Dienst war 13 Stunden lang. Ich wünsche dem Fennbahnverein für die Zukunft ein herzliches Glück auf. Achtung, Achtung, Nachgleis 2L, Einfahrt der Panorama-Express von Stolberg nach Monschau. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt des Zuges. Die Station Lammersdorf liegt in 550 Metern Höhe. 1905 entstand hier ein zweigeschossiges Bahnhofsgebäude aus Blaustein und Fachwerk, welches Mitte der 50er Jahre wieder abgerissen wurde. Heute steht an dieser Stelle ein kleines Stationsgebäude mit einem Informationsbüro des Verkehrsvereins Semmerath. Um die Jahrhundertwende stellten die Lammersdorfer Reiser, Besenrechner und Kartoffelkörbe her. Heute befindet sich hier ein großer Industriebetrieb, der Elektroschmelzöfen produziert und in alle Welt exportiert. Zum Wandern lädt die nahegelegene Kalthalsperre ein, welche man leicht in einem Rundgang erkunden kann. Die touristische Erschließung der Gemeinde zeigt sich an der Einrichtung der naturkundlichen Bildungsstätte mit der Ausstellung Tiere unserer Heimat und des Bauernmuseums aus der Zeit um 1900. Mit rund 3000 Gegenständen und Dokumenten spiegelt es das Leben und Arbeiten der bäuerlichen Vorfahren im Monschauer Land wider. Zwischen Lammersdorf und Konzen führt der Streckenverlauf der Fennbahn durch die so typische Fennlandschaft, die dieser Bahn auch den Namen gegeben hat. Der vorletzte Haltepunkt unserer Fennbahnreise ist auch gleichzeitig der älteste Ort des Monschauer Landes. Konzen, dessen früherer Name Compendium auf eine römische Erstbesiedlung hinweist, war einst auch Königshof Karls des Großen. Der Ort ist ein idealer Ausgangspunkt für Wandertouren im hohen Fenn. Aus ökologischer Sicht ist dieses Gebiet das Herzstück des deutsch-belgischen Naturparks mit einer seltenen Tier- und Pflanzenwelt, die unter Naturschutz steht.
Mit seinen Torfmooren wirkt das Fenngebiet wie ein riesiger Schwamm, der die vielen Niederschläge der Herbst- und Wintermonate aufsaugt, zurückhält und in der wärmeren Jahreszeit dosiert an die vielen im Fenn entspringenden Wasserläufe abgibt. Die romantische Fahrt durch den Naturpark Nordeifel verläuft nun in Richtung Zielbahnhof Monschau, auf einem Höhenrücken des Hohen Fenns nahe der Ortschaft Mützenich. Ein letzter Stopp, die richtige Weichenstellung, dann kann die Fennbahn in den Bahnhof von Monschau einfahren, wo auch heute noch ein Schild mit der ursprünglichen Namensbezeichnung steht. Zwei Stunden Eisenbahnromantik faszinierten an diesem Tag wieder viele Fahrgäste der Fennbahn, die zum Abschluss den romantischen Eifelort Monschau mit seinem herrlichen Umland noch erkunden möchten. Der Monschauer Bahnhof, der 1885 gebaut wurde, sollte eigentlich damals Bahnhof Mützenich heißen, da er auf Mützenicher Grund und Boden stand. Die Stadtväter der Kreisstadt Monschau erkauften jedoch nach 10 Verhandlungen und einigen gespendeten Flaschen Wein, die gemeinsam getrunken wurden, das Recht der Erstgeburt. Mitte der 50er Jahre wurde das Bahnhofsgebäude abgebaut. Kommen Sie nun mit und genießen Sie zum Abschluss unserer Fennbahnreise einen Streifzug durch die kultur- und geschichtsreichste Stadt der Eifel, romantisch und reizvoll gelegen in einer ländlichen und waldreichen Umgebung. Monschaus Sehenswürdigkeiten kann man bequem zu Fuß oder aber von Mai bis Oktober mit der Stadtbahn kennen und schätzen lernen. An einem schönen Sommerwochenende kommen viele Touristen aus aller Welt hierher, um die einmalig schön erhaltene Siedlungsanlage mit Kopfsteinpflaster, schmalen Gassen und Fachwerkidylle zu bewundern. Überragt wird die Stadt von der Burg, die seit ihrer Errichtung im 12. Jahrhundert stets hart umkämpft war. Als Wahrzeichen für die Tuchmacherindustrie, die Monschau im 17. und 18. Jahrhundert aufblühen ließ, steht heute das Museum Rotes Haus der Tuchmacherfamilie Scheibler. Die Senfmühle aus dem vergangenen Jahrhundert produziert noch immer Senf nach überlieferten Rezepten. Auf dem historischen Handwerksmarkt genießt der Besucher alle Vorzüge einer historischen Dorfatmosphäre in einem witterungsunabhängigen Ambiente. Hier befindet sich auch das Glasmuseum, wo mehrmals täglich die handwerklichen Fertigkeiten des Glasmachers unter Beweis gestellt werden. Beobachten Sie, wie aus Erde und Asche mit alten Werkzeugen in Techniken wie vor 2000 Jahren funkelnde Gebilde entstehen. Monschau ist weithin bekannt als ein zauberhafter Eifelschatz. Die Perle der Eifel ist ein vielbesuchtes, lebendiges Museum. Aber auch die nahegelegenen Dörfer wie Kalter Herberg und Höfen mit ihrem Umland sind sehr reizvoll. Von hier aus gelangt man zu einer weiteren Naturschönheit des Hohen Fenns. Das wildromantische Perlbachtal lädt ein zu einer Wanderung durch eine einzigartige Vegetation entlang glasklarer Bäche. Blumenwiesen mit einer seltenen Flora und Fauna gehören zum charakteristischen Landschaftsbild. Hier finden lichtliebende Pflanzenarten wie die Wildnarzisse noch optimale Lebensbedingungen. Ein erlebnisreicher und erholsamer Tag geht zu Ende und die Fennbahn bringt uns wieder zu unserem Ausgangspunkt, dem Bahnhof Stolberg, zurück.
Mit finanzieller Unterstützung durch die Europäische Union, den Kreis Aachen und die Anliegerstädte und Gemeinden bewährt sich das gute touristische Konzept der Fennbahn bei jeder Fahrt neu. Die Fahrgäste belohnen das ehrenamtliche Engagement des Zugpersonals mit einem zufriedenen Lächeln. So begeistert das Euregio-Projekt Fennbahn als grenzüberschreitendes Bindeglied im deutsch-belgischen Naturpark stets viele Fahrgäste. Eine Erlebnistour und ein einzigartiges Stück Europa. Übrigens, angefangen hat Rolf Rinkens Filmleidenschaft bereits in den 70er Jahren mit einer Super-8-Kamera. Damals hat er schon seine Filme selbst vertont und geschnitten. Mittlerweile arbeitet er mit digitaler Kamera und Schnitttechnik. Vom gemütlichen Panoramaschienenbus kommen wir jetzt zum Hochgeschwindigkeitszug. Von Köln über Brüssel nach Paris, ohne Umsteigen, in weniger als 4 Stunden. Der Thales macht's möglich. Mal's ab. Ein Jahrhundert lang war die Dampflok ein Zugpferd des technischen Fortschritts. Manche liebgewonnene Gewohnheit gehört mittlerweile der Nostalgie an. Auf der Schiene jagt längst ein Fortschritt den anderen, von computergesteuerten Anlagen bis hin zu hochmodernen Superzügen. Auch im Aachener Hauptbahnhof hat eine neue Zuggeneration Einzug gehalten. Seit dem 14. Dezember 1997 verkehrt der Thales 7-mal täglich im 2-Stunden-Takt zwischen Paris und Köln hin und zurück mit Zwischenhalt im Aachener Bahnhof. 15.14 Uhr, bitte Vorsicht bei der Einfahrt. Zwölftausend PS geballte Kraft stecken in den beiden Triebköpfen des dunkelroten Paradezuges, der seinen Weg von der Seine bis an den Rhein in 4 Stunden zurücklegt. Bis zum Jahr 2005 wird sich die gesamte Reisezeit nochmals um 1 Stunde verringern. Das Design und das Logo des Zuges wurden von der belgisch-niederländischen Firma Total Design entwickelt. Es stellt ein menschliches Profil mit einem Speer dar, das gleichermaßen hohe Geschwindigkeit, Modernität und Präzision symbolisieren soll. Aus technischer Sicht ist der Thales der erste Mehrsystemzug, der für die 4 unterschiedlichen Stromsysteme des belgischen, niederländischen, französischen und deutschen Netzes ausgelegt ist. Im Aachener Hauptbahnhof findet solch ein Systemwechsel statt. Nach der Ankunft des Zuges wird von 3000 Volt belgischem Gleichstrom auf 15.000 Volt deutschen Wechselstrom umgeschaltet. Die starken Triebköpfe bringen den 200 Meter langen Thales in Fahrt. 377 Sitzplätze bieten den Reisenden in 8 vollklimatisierten Großraumwagen einen angenehmen Fahrkomfort. Während dieser Thales den Aachener Hauptbahnhof in Richtung Rheinmetropole verlassen hat, setzt sich der Gegenzug von Köln aus nach Aachen in Bewegung. Für die Disposition des gesamten Streckenabschnitts ist die regionale Zugüberwachung, wie hier zum Beispiel in Köln, zuständig. Jede Zugfahrt wird auf Monitorgleisbildern verfolgt. Anhand einer mitlaufenden Zugnummer kann die Position eines jeden Zuges ausfindig gemacht werden. Änderungen und Abweichungen vom Zuglauf oder Fahrplan werden von hier aus direkt an den Lokführer und das Stellwerkspersonal übermittelt. Wie auch immer, da hat eine Kabelstörung zwischen Königsdorf und Löwenich. Jetzt fahren erstmal die beiden PZs und danach sind sie mal ran. Jo, tschö. Auf seinem Weg von Köln nach Paris hält der Thales unterwegs nur in Aachen, Lüttich und Brüssel.
Die Höchstgeschwindigkeit auf deutscher Strecke ist zurzeit noch auf 140 Kilometer pro Stunde begrenzt, soll aber nach dem Streckenausbau in den nächsten Jahren bis auf 250 Kilometer pro Stunde erhöht werden. Zwischen Brüssel und Paris fährt der Thalys 300 Stundenkilometer. Etwa 10 Minuten vor seiner Ankunft im Aachener Hauptbahnhof ist der Thalys bereits auf einem Gleisbildmonitor, der sogenannten Zugnummernmeldeanlage, erkennbar. Die Bediensteten können also schon rechtzeitig die Einfahrt eines Zuges disponieren sowie die entsprechenden Gleise einstellen und freihalten. So, Helmut, Einfahrt für Thalys nach Gleis 6. Auf dem Aachener Stellwerk regeln zwei Fahrdienstleiter täglich im Dreischicht-Wechseldienst den gesamten Zugverkehr innerhalb des Bahnhofs sowie auf den Streckenabschnitten in Richtung Köln, Mönchengladbach, Niederlande und Belgien. Ein zusätzlicher Mitarbeiter ist für sämtliche Durchsagen an den Bahnsteigen und die innerbetrieblichen Meldungen zuständig. Hallo, hier, Dach, Herr Theissen. 27:45 Plan. Jawohl. Über einen Spurplan-Drucktasten-Stelltisch werden nicht nur die Weichen und Signale für ankommende und abfahrende Züge gestellt, sondern auch der gesamte Rangierverkehr und die Reisezugbildung dieses Grenzbahnhofs abgewickelt. Mit der Bedienung einer Start- und Zieltaste laufen die benötigten Zugfahr- und Rangierstraßen ein. Alle zu einem Fahrweg gehörenden Weichen- und Flankenschutzeinrichtungen stellen sich per Knopfdruck automatisch richtig ein und erst dann geht das entsprechende Signal auf Fahrt. Neben einer großen Informationsflut, die hier auf dem Stellwerk ausgetauscht wird, müssen die Fahrdienstleiter natürlich auch die Fahrpläne des Bahnhofs mit allen Verbindungen, Kurswagen und Lokwechsel kennen. Präzises und kundenorientiertes Handeln ist ebenfalls bei Verspätungen oder Störungen und den damit verbundenen Fahrplanabweichungen angesagt. Meine Damen und Herren, auf Gleis 8 fährt ein Herr Thalys von Köln nach Paris-Nord, Abfahrt 14:49 Uhr. Nächster Halt Ihres Zuges ist Lüttich. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Einer von vielen Thalys-Zügen verlässt an diesem Tag wieder den Aachener Hauptbahnhof. In etwas mehr als 3 Stunden erreicht er den Bahnhof von Paris-Nord. Mit dem Thalys rückte Westeuropa auch auf der Schiene zusammen. Thalys setzt auf Qualität. Modern, behaglich und entspannt reisen in eine völkerverbindende, sichere Zukunft. Das war Meine Welt, die Bahn, diesmal mit 2 Beiträgen von Rolf Rinkens. Gerne können Sie uns Ihre Meinung schreiben oder mailen, und zwar an folgende Adresse. BahnTV, Potsdamer Platz 2 in 10785 Berlin. Oder Sie schicken, wie gesagt, eine E-Mail an mitarbeiterfernsehen@bahn.de. So, und wenn auch Sie einen Film über die Eisenbahn gedreht haben, dann schicken Sie ihn uns doch einfach zu. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.